Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdoms of Amalur. Heute geht's wieder weiter, nachdem wir die erste Mission von diesem Gruppenquester abgeschlossen hatten und uns bewährt haben. Und jetzt wollen wir mal die Balladen vom Blutgebein weiterverfolgen und schauen mal, wo uns das Ganze hinführen wird. So. Also, wir sollen als nächstes mit König Wenzelt reden. Oder Wenzend. Oder wie er auch immer hieß. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. So, kurz laden lassen. So, das Gute ist, wir können uns bestimmt dorthin teleportieren, weil wir dort schon mal gewesen sind. Genau. Oder auch nicht ganz, aber ungefähr in der Nähe. So. Einmal dorthin teleportiert. Oh, hier haben wir aber auch noch neben dem Quest noch einiges an Nebenquests, die ich ja angenommen hatte, bevor wir ins Theater des Schicksals gegangen seid. Ihr erinnert euch bestimmt. Die ich aber noch nicht ganz erfüllt habe. Und ich glaube, die werden wir jetzt, bevor wir dann noch zu König gehen, wir werden auch zu König gehen, da ganz klar. Aber die werden wir noch schnell nebenbei erfüllen. Und zwar war das Problem gewesen, wir sollten einige der Riesen umlegen. Und das haben wir halt noch so ein bisschen vertrödelt. Die sind alle in unmittelbarer Nähe. Wir haben auch zwei Quests, die wir noch abgeben müssen, aber die wären jetzt in unmittelbarer Nähe, die ich noch erfüllen kann. Gucken erstmal, was hier so einzusammeln gibt. Ja, hier haben wir ein Goldstück liegen gelassen. Oh. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. So, da drüben seht ihr schon der König. Wir können auch gleich zum König gehen. Ich muss mal gucken. Vielleicht ist da jetzt auch noch ein Riese ganz in der Nähe. Hier haben wir erstmal einen brutalen Ettin, den wir noch erledigen müssen. Sonst wären wir hier sowieso nicht durchgekommen. Na komm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haha, nichts ist. Sehr gut. Mit Pfeil und Bogen haben wir ihn zur Strenge gebracht. 225 Gold plus 15 für die Sinnesschärfe, die wir ja mit haben. Und da haben wir einen Riese direkt nebenan. Der wird bloß, ich habe mir, also wir werden mal versuchen uns anzuschleichen, aber ich glaube, das wird sowieso nicht. Der hat zwei Wölfe um sich, die kriegst du, da kommst du nicht ran. Weil selbst wenn der uns den Rücken zudreht, hat er immer noch seine Wölfe, die ihn quasi beschützen hier. Komm. Die Wölfe sind halt wirklich das Belastende, ne? Das, was er halt nicht so an Flexibilität hat, das machen die Wölfe um einiges wett. Deswegen werden wir jetzt als erstes mal die Wölfe beseitigen. Bevor wir uns um Ansier kümmern. Weil ohne seine Gehilfen, ne, ist er ja schon ganz schön übel dran. Ab und zu kann er sich noch ein bisschen wehren. Sag mal. Sehr gut. So. Oh, Dolche bekommen. Aber ich glaube, die Dolche, die wir jetzt dran haben, die werden eigentlich durch nichts ersetzbar sein. Ja, dachte ich mir schon. Das sind so gute Dolche, die wir durch den einen Quest bekommen haben. Da wird wahrscheinlich einige Zeit ins Land gehen, bis die wieder ersetzt werden. So, erstmal zum lieben König gehen, um schon mal den Quest weitergehen zu lassen. Ich guck mal, ob wir hier irgendwas kaufen können, was von Wert ist. Na, was haben wir denn hier? Ganz ehrlich, ich hätte nie damit gerechnet, hier draußen in Ettinmeer einer weiteren zivilisierten Seele zu begegnen. Irgendwie scheinen die riesigen, haarigen Monster die Leute abzuschrecken. Aber es ist schön, eure Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Ray Kildene, Lieferant bester Erzeugnisse der Kunst des Gemmenschleifens und Freund des Hauses der Balladen.
Ich weiß ja gar nicht, könntest man, also ich will ja jetzt nichts klauen, aber könnte man vielleicht bei dem sogar geklautes Zeug abgeben? Weil das ist ja so ein Händler, der ist außerhalb von einer großen Stadt. Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe ja nichts geklaut, ne? Ich bin ein ehrlicher Spieler. So. 41 von 80 Plätzen haben wir im Inventarlimit. Das geht eigentlich, ne? Da ist. Und das hat so viele Teile. Ja, ich wollte sowieso mal gucken, ne? Weil warum habe ich jetzt hier Eisschatten? Ach, Eisschaden bei Nacht. Und Feuer bei Tag. Also weißt du jetzt anhand der Waffe, wann in dem Spiel Tag und wann Nacht ist. Hat mich sowieso gewundert, warum das so plötzlich wechselt. Machen wir hier kurz das Mikro ein bisschen runter. So. Dann gucken wir jetzt mal nach. Als mir Hallam erzählte, dass eine Sterbliche den freien Sitz eingenommen hat, wollte ich ihm nicht glauben. Doch hier steht ihr nun vor mir. Wahrlich beeindruckend. Es ist schade um Sagrel. Er war ein großer Held. Aber wir haben keine Zeit, ihm zu Ehren das Mal des Königs zu erheben. In der bevorstehenden Schlacht brauchen wir jede Hand, die fähig ist, ein Schwert zu führen. Wir sind hier, um Sir Ferrara zu helfen, unserem Bruder im Hof der Zauber. Es ist Zeit für seine Erzählung der Ballade von Blutgebein. Ferrara hat sich auf die Jagd nach seinem Erzfeind gemacht. Blutgebein hat sich wieder erhoben, fest entschlossen, ein Mädchen zu entführen, um sie zu seiner Geliebten zu machen. So heißt es in seinem Lied. Nach der Schlacht werdet ihr Ferrara wiederbeleben müssen. Ich kann nur hoffen, dass euch Hallam nicht unvorbereitet auf diese Mission geschickt hat. Sucht Ferrara auf und beeilt euch. Wenn die Aufgabe erledigt ist, werde ich euch beim Haus der Balladen im Norden erwarten. Seid vorsichtig, Sagrel. Ich verstehe bloß zwei Dinge nicht. Wenn das wirklich, also das ist ja König Vincent. Warum ist der so weit weg vom Haus der Balladen, eigentlich sein Königreich? Warum ist der so weit weg davon? Was macht der hier? Das ist das Erste, was ich nicht verstehe. Und wenn die Sir Sagrell so quasi in Ehren halten wollen, warum nennen sie mich dann Sir Sagrell? Also, sie haben mich, haben ihn ja dann quasi meines Erachtens nach ersetzt, oder? Mit mir jetzt in dem Sinne. Bisschen makaber, aber naja, muss man alles nicht so verstehen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Riesen. Die hat man ja jetzt hier leider in Hülle und Fülle gehabt. Ihr seht, die verlaufen hier an der Küste entlang bis nach ganz oben. Und da ist ganz oben in Delentart ist auch wieder der Quest, den wir abgeben sollen. Also für die Gruppierungsquest. Also werden wir auf dem Weg dahin quasi alle Nebenquests erstmal so ganz nebenbei erfüllen. So, wir werden uns jetzt um die Riesen kümmern, also Richtung hier rum. Und dann müssten wir theoretisch schon bald auf den nächsten treffen. Genau, da drüben in der Ecke. Aber vorher erstmal wieder ein neuer brutaler Ettin. Sehr gut. Haha, nicht mit uns. So. Na, das wird wohl nichts mit dem Pfeilregen, ja? So, wir nehmen mal wieder gleich, Moment, gleich Bogen in die Hand. Manchmal hat er so ein bisschen Probleme, das zu wechseln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Higgs Lager? Was ist hier? Endlich. Wir haben das letzte Mitglied für unsere Unternehmung gefunden. Ich bin Helly Cross. Ich führe eine Expedition in die Länder südlich von Dalentart an, zu den Zähnen von Narros. Und wir könnten einen weiteren starken Rücken brauchen. Oh. Szene von Narros machen wir Brauche später. eure Hilfe. Ich dachte, das wäre jetzt ein Quest zum Abgehen, aber Szene von Narros, das ist eine Extra-Szene, die machen wir nachher noch.
Also die werden wir noch früh genug behandeln. Aber das ist erstmal nicht unser Fokus. Wir wollen erstmal hier wirklich den Gruppenquest vom Haus der Balladen fertig machen und die Nebenquest, die wir halt hier noch so auf dem Weg dahin haben. Aber Szene von Naros wird definitiv noch kommen. Bloß nicht jetzt. Das wäre mir zu früh. Sehr gut. Erstmal die ganzen Borgards hier wegjagen. So, machen wir die hier fertig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da haben wir hier einen schönen Solch Stein. Abneigung zwischen ihnen. Ferrara und Farmor. Ferrara voll blühendem Leben. Blutgebein voll Verwesung und Zorn. Wie schrecklich ist ihr Kampf, wo sie beide ihr Ende finden. Okay. Das war schon mal eine kleine Randinformation zu dem, was uns jetzt noch bevorsteht. So, wie kommen wir jetzt zu unserem Riese, zu dem wir eigentlich wollen? Ah, ne, der hat uns schon entdeckt. Jetzt müssen wir gegen zwei gleich kämpfen. Erstmal will ich den Wolf hier eigentlich weg haben. Sehr gut. Da ist wieder jemand in der Falle gelaufen. Ja, die Eisfallen sind jetzt zwar nicht so besonders, aber es ist schon geil. Also die haben schon ein bisschen was. Vor allem, weil die Riesen ja wirklich ständig da reinlaufen. So, wir nehmen erstmal wieder hier Lebensregeneration. Ja, hat uns doch gekriegt. Ich glaube, jetzt müssen wir langsam so einen Trank nehmen, wenn das so weiterläuft. Jawohl. Ja, uns fehlt sogar Mana. Ja, und mal einen großen Trank. Ja, der macht es uns nicht so einfach. Ne? Merok ist schon mal ein ganz anderes Level. Aber auch den haben wir bezwungen. Der hat genauso Dolche, ja? Aber ich glaube, wie gesagt, nicht daran, dass irgendwas unsere Dolche hier ersetzen kann. Nee, genauso wenig. Die haben nicht mal ansatzweise so viele Nebenfertigkeiten wie die Dolche, die wir gerade halt dran haben. Gut, wir müssen jetzt erstmal nach unten. Und schauen gleich da mal. Aber hier ist noch der eine Stein, den hatten wir ja schon angehört gehabt, ne? Wo es um Ferrara ging. Kommen wir zum nächsten Riesen. Und selbst der, wenn ich laut der Karte gehe, müsste schon wieder bewacht werden von einem brutalen Ettin. Ach, die lieben Riesen, ne? Der hat uns schon von Weitem entdeckt. Das endet hier überhaupt nicht. Hallo, Strom im Wasser. Nicht gut. Das ist nicht gut. Erstmal will ich den brutalen Ettin hier wegbekommen. So, den einen haben wir weg. Ist halt bloß noch der andere, der so ein bisschen störend ist. Ha, gut ausgewichen. Komm, den kriegen wir doch wohl noch hin hier, ja?
Den schub ich ins Wasser. Sehr gut. So, einen neuen Bogen. Das könnte vielleicht was sein, was wir eventuell austauschen könnten. Da würde ich gerne mal gucken. Ja, der eine hat halt 30 Leben, ne? Aber der andere 45 Schaden. Wir nehmen den. Wir verzichten auf die 30 Leben. Auch wenn das sehr überzeugend war. So, wo ist jetzt der nächste Riese? Da sind noch die zwei, die wir abgeben müssen. Und da oben töte den Ettin-Schaman. Ich glaube, den sollten wir vorher machen, bevor wir die Quest abgeben. Oder wir können nur erst die Quest abgeben, aber stopp, dann kommen die wieder mit Nerven. Müssen wir mal gucken. Ah, wir haben ja schon mal einen Großteil der Gegner hiermit beseitigt. Aber es könnte sogar sein, dass nur einer gefehlt hat, oder? Wir gucken jetzt einfach mal, ob wir den noch vorher beseitigen können. Der ist ja nicht weit davon. Er ist ja ganz in der unmittelbaren Nähe. Da ist er. Und diesmal sogar nicht bewacht, ne? Ah, da wirst du wahrscheinlich auch ganz schlecht rankommen. Das ist halt der Nachteil, ne? Die haben ihre Wächter. Ja, aber das scheint wirklich der letzte Riese zu sein, den wir noch zur Verfügung haben. Den müssen wir bloß noch irgendwie fertig kriegen. Komm. Genug getanzt hier. Finde es so ein bisschen schade, dass nur weil Abend ist, halt wir wirklich nur noch Eisschaden machen. Aber wir haben sogar einen Stufenaufstieg. Und noch einen neuen Bogen, aber ich glaube, der wird nicht so toll sein. So, Stufenaufstieg. Da gehen wir mal auf Sinnesschärfe. Ist doch eine ganz gute Fähigkeit, habe ich festgestellt. So, was lernen wir? Wir wollen Raffinesse erhöhen, machen das jetzt auf 40, genau, und bestätigen. Aber vom Assassinen-Stufengrad hat sich da halt nicht wirklich was verändert. Oh! Wir können jetzt sogar dadurch, dass wir die Sinnesschärfe nochmal erhöht haben, jetzt sogar versteckte Schätze entdecken. Mit Reparaturkit. Das ist doch mal schön. Also, es lohnt sich wirklich, Sinnesschärfe zu skillen. Jetzt sehen wir überall auf der Karte, wo ein verstecktes Geschenk ist. Also versteckte Truhen sind. Wir gehen jetzt erstmal nach Hohenstedt und geben den ganzen Questbums ab. Na, dass wir das erstmal jetzt komplett erledigt haben. Bevor wir uns wieder dann ums Wesentliche kümmern. Das sind Glanz und Schatten? Ich sollte bedeutende Artefakte beschaffen, keine simplen Waffen. Die Templer werden mich für einen Narren halten. Wie kann ich damit zu ihnen zurückkehren? Ist doch nicht mein Problem. Es ist wahrscheinlich würdevoller, mit leeren Händen zurückzukehren, als solchen Tand mitzubringen. Wenn ihr sie wollt, könnt ihr sie behalten. Und ich habe euch für eure Dienste auch noch eine Entlohnung zugesagt. Es stimmt mich zwar nicht froh, aber hier habt ihr euer Geld. Und nun lasst mich in Frieden. Hättest du ja auch selber besiegen können, oder? Undankbarer Wicht. So. Machen wir jetzt noch den anderen, der ja hier irgendwo im Keller ist. Oh, hallo. Ihr habt ihn gefunden. Ich bin in Imeldas Namen sehr froh darüber, dass ihr ihn nicht dem Monster gelassen habt. Ein paar Münzen habe ich noch, die könnt ihr haben.
Und das Badge steht euch kostenfrei zur Verfügung, wann immer ihr es braucht. Na, wenigen ein und zu schätzen weiß, ne, was wir getan haben. In der nächsten Folge geht es auf jeden Fall weiter. Ich freue mich schon auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Buddy und ciao.